Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde im Mittelalter bei Bridge Constructor. Und wir bekommen eine neue Aufgabe, unsere Brücke Nummer 7. Baue eine Brücke, um noch mehr Bier für das Fest des Königs zu liefern. Und gib nicht mehr als 5... Oh, das wird eine lange Brücke. Kann ich mir schon vorstellen. Baumeister, baut noch eine stabile Brücke für eine große Lieferung Bier, dass wir wieder mit allen versorgt sind. Ist ein Grund zum Feiern. Dass wir wieder mit allem versorgt sind. Okay. Also, der alte Säufer will hier nur saufen. Gut, dann machen wir erstmal unsere Grundstücke. Tack, tack. Der Teil in der Mitte ist sehr hoch, deswegen werde ich hier wahrscheinlich Steine einbauen. Okay, wir sind noch unter unserem. Ich glaube, den Rest müssen wir jetzt wirklich hier mit Holzkonstruktion machen, damit wir hier irgendwas zurande bringen. Das heißt, hier machen wir Entschuldigung. Einmal, zweimal. Dann den hier da drauf. Den hier kriegen wir aufs Gleiche. Machen wir so. Dann den hier auch aufs Gleiche. Zack. Und als Abstützung hier haben wir einen Zwischenpunkt. Deswegen gehe ich von dem auf diesen Punkt und hoch. So, wir müssen ja nur hier die Hälfte erreichen. Dann haben wir das Ganze schon. Mache ich hier eine Seitenkonstruktion oder wie machen wir das am blödesten? Ne, die lassen wir mal noch weg. Wir machen noch eine Verstärkung von unten. Was haben wir hier? Ich glaube, hier nehme ich Holz und mache das Ganze auf so einen Schrägpunkt. Dann haben wir hier eins, hier eins, hier eins. Und hier eins. So, jetzt müssen wir von dem Punkt hier irgendwie kommen. Ich komme zu dem auf den. Auch für den anderen wird es uns nicht langen. Und auch hier langt es uns nicht ganz. Okay, müssen wir das Ganze hier nochmal ein bisschen. Oder ich mache mir hier nochmal einen Punkt hin. Ich glaube, das wird zu teuer. Aber die große Ausgabe mit dem Stein haben wir ja eigentlich schon. Okay, 34.000. Kopieren wir uns das Ganze mal auf die andere Seite noch rüber. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ja, auch noch einmal, zweimal. Hier kommt der lange Teil. Hier brauchen wir wieder unseren Stein. Der müsste dann irgendwo hier sein. Unser Holz. Hier den hinbauen. Dann machen wir hier wieder unsere One-on-One-Konstruktion. Zack. Damit das Ganze hält, ziehe ich hier allerdings auch noch mal ein bisschen was ein. Dann hier einmal so, da drüben dann einzelnen und zur Verstärkung nochmal einen runter. 45.000 haben wir, probieren wir es aus. Langt es uns für das Bier oder stürzt alles ein? Wird rot, aber scheint zum Halten. Ne, da drüben hält es nicht. Okay, schauen wir nochmal an, was wir hier anders gemacht haben. Wir haben hier die gleiche Halterung. Ich sehe hier einen Abstand, drei Abstand, ein Abstand. Hier ist wieder eine X-Konstruktion. Wenn wir hier noch ein bisschen in die Höhe gehen. Was machen wir?
Ach, ich habe diese Strebe hier vergessen. Okay, probieren wir es nochmal aus. Also, beim ersten hat es gehalten. Mit Ach und Krach. Jetzt kommen wir auf die zweite Seite. Da wird's. Na! Wo ist mein Fehler? Ah! Hier ist mein. Nee. Schauen wir es an. Könnte eigentlich gehen. Also ihr seht, jetzt brauche ich leider auch ein paar Versuche immer. Weil alles nicht ganz so schickodilagi funktioniert. Also wird rot, aber hält. Wird rot. Na? Kann ich hier noch was optimieren? Hier haben wir noch einen roten. Der bringt eh nichts. Hier eins. Ach, dann ziehen wir hier auch noch einen ein. Okay, nächster Versuch. Also, erster Teil hält. Jetzt muss nur noch der zweite Teil halten. Hoffentlich wird es auch nicht zu schwer. Nicht, dass die ganze Brücke unter dem Eigengewicht schon. Es wird zwar rot, aber es hält. Sie kommen von der Brücke runter und damit ist das Ganze eigentlich geschafft. Und wir haben die erste Welt besiegt. Und kommen nun in die Welt 2. Aber das, wie es weitergeht, seht ihr dann morgen. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns dann. Bis dann.